BVB-Präsident glaubt an Götze. Mario Götze erhält Unterstützung von Borussia Dortmunds Präsidenten Reinhard Raubal. Mario hat es nicht verdient, dass man ihn im Moment so kritisiert. Er ist ein toller Bursche, der zudem noch eine hohe Qualität besitzt, sagte Raubal der Bild-Zeitung. Der Liga-Präsident traut Götze zudem zu, in Zukunft wieder eine tragende Rolle beim BVB zu spielen. Wenn er seine Qualität wieder auf den Platz bringt, wird er der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten auch wieder helfen, sagte Raubal. Frankreich-Star macht Deutschland Hoffnung. Olivier Giroud sieht die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Für mich gehören sie mit uns, Brasilien und Spanien, zu den Top-Mannschaften der Welt. Ganz sicher wird Deutschland auf sein bestes Level zurückkommen, sagte der Weltmeister im Gespräch mit Sport1. Sie mussten nach der enttäuschenden WM reagieren. Gegen uns haben sie einen hervorragenden Teamcharakter gezeigt, lobte der Chelsea-Stürmer den Auftritt der DFB-Auswahl. Giroud stellte aber klar, dass sich der Weltmeister nicht so einfach vom Thron stoßen lassen will. Wir wollen an der Spitze bleiben, das ist das Wichtigste, aber auch das Schwierigste. Wir müssen aufpassen. Piqué verärgert Barca-Bosse. Gerard Piqué hat sich bei seinen Clubbossen vermehrt unbeliebt gemacht. Nach Berichten des Mirror sorgen sich die Verantwortlichen um das Image ihres Spielers und fürchten negative Konsequenzen für den Verein. Piqué war vor kurzem in einer Verkehrskontrolle ohne Fahrerlaubnis erwischt worden und nahm noch dazu in vergangenen Wochen an zahlreichen Pokerturnieren teil. Offiziell hatte der Club davon abgesehen, den Abwehrstar mit einer Strafe zu belegen. Das Vergehen sei eine Privatangelegenheit des Spielers, hieß es in einem Statement. Geldsegen für Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim kann nach ihrer ersten internationalen Saison offenbar einen Rekordgewinn vermelden. Nach Kicker-Informationen liegt das Plus des Vereins deutlich über 25 Millionen Euro. Damit würde der Champions-League-Teilnehmer nach den Spielzeiten 15-16 und 16-17 zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen schreiben. Noch ist der Jahresbericht der Kraichgauer aber nicht ganz abgeschlossen.